So, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Partie. Mal gucken, was ich spiele. Ich spiele mal. Level. Was spiele ich denn? D4, Springer F6. Springer F3. D5. Obwohl er ja sowieso nicht dieses Gambit spielt. Also E5, C4, E5. So, ich tausche mal kurz den defekten Läufer aus. Was ich ein bisschen schade fand, ich wollte gerade eine Partie aus dem Speicher, eine Revue-Partie, nochmal vorspielen. Da ist mir eine Figur umgefallen und er hat wohl gedacht, das wäre dann ein Zug, der ausgeführt werden würde. Und dann war die ganze Partie aus dem Speicher weg. Das finde ich, ja, ehrlich gesagt, mehr als bedauerlich. Was mache ich jetzt? Läufer schlägt G8 oder Läufer G3? Springer G3? Ich mache Läufer G3. Die Technik, muss man natürlich ehrlich sagen, ja, ist aus der Mottenkiste hier. Ich habe mir auch mal die von MM6 das angesehen. Wann kam da überhaupt raus MM6? 1996 oder so? Man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass der MM6 jetzt hier die Spitzentechnik hatte. Mindestens 16 Bit oder so. Wenn ich jetzt E4 spiele, dann macht der Läufer C3 schlägt, damit C3 schlägt, E4 schlägt. Und da kann man da nicht von ausgehen, dass das... Das war genauso, ich glaube, 1 Kilobyte RAM und, keine Ahnung, 32 Kilobyte ROM. Der hatte zwar 35.000 Eröffnungspositionen, aber das war dann wieder ein Franz Morsprung. C5 schlägt, Läufer C5 schlägt, Dame B5, Schachspringer D7, deckt sich den dann ab. Dame Schachspringer D7, C5 schlägt, ist das gleiche im Grün. E4, C4, Springer B5 geht sowieso nicht. Ich nehme den mal weg. Dame A5. Okay. Ich kann den Damentausch auch gar nicht machen, weil der einfach wegnimmt und dann hängt der Turm auf E1. Läufer C3, Dame, C3, Dame, A2. Kann ich den Ebene bauen? Springer E5 meinetwegen. Läufer C3, Dame, ich nehme auch auf G7. Springer D4. Aber was will der Springer auf E5? E4. Läufer C3, Dame, C3. Springer E4. Turm D4 schlägt, Dame D4 schlägt, Dame E4, da ist ja Quatsch. So, und jetzt kann der Springer theoretisch aber weg. Rein theoretisch. Turm H1, G4, G5. G4. Da kriege ich ja den Turm irgendwie verdoppelt auf der H-Linie. Muss ich mal ein bisschen Gas geben hier. Irgendwie scheint er sich... Ich habe ja diese Theorie, dass die Computer die Läufer sehr viel stärker, dachte ich zumindest, einschätzen. Was, wenn ich jetzt mit dem Bauern nehme, weil ich keine Lust habe, die Damen zu tauschen. Dame A3, Schach, König D2. Da steht die Dame immer an der D-Linie. Ah, verdammt. Ich hatte ja irgendwie gehofft, er würde nicht tauschen. So, erstmal das Turmschach. Zeig. Nicht, dass er auf die Idee kommt, den Springer rauszuziehen. Jetzt ist ja im Moment zumindest der Springer gefesselt. Check again. Idee. Der. Oh. Hm.
Wird ihn auch sofort angreifen, egal was er in den Turm macht. Guck, was er macht. Was habe ich denn? 2-4 Bauern, 2-4 Bauern. Ich habe eine ganze Figur mehr. Wenn ich jetzt nicht so einen bescheuerten Schach spiele, wie ich das hier manchmal mache, könnte ich das durchaus gewinnen. Aber manchmal spiele ich über der Rampe gestochen und schaffe es nicht, die Partie zu gewinnen. Trotz mehr Figur. Und vor allem, wie will ich mit dem Springer irgendwie, ja, bahnbrechend aktive Sachen unternehmen? Da droht schon der zweite Bauer verloren zu gehen. Ich kann jetzt auch nicht lange nachdenken. Wie ich befürchtet habe, es kostet wieder Bauern. Genau das habe ich nämlich befürchtet, dass ich jetzt hier die Bauern spuck. Ich habe zwar die Mehrfigur, aber die Figurenstellung ist fürchterlich. Die ist nicht so berauschend. So, ich decke mir bei den Bauern. Ja, aber irgendwie. Ja, wer strebt schon ein Remis an mit einer Mehrfigur? Das ist ja das Problem hier. Ich will doch nicht Remis spielen mit einer Mehrfigur. Aber genau darauf läuft das hinaus, wenn ich jetzt die ganzen Bauern verliere. Ach, was soll ich machen? Das ist quasi indirektes Remis-Angebot, indem man als Turm A2 zieht. Jetzt brauche ich es auch nicht aus dem Speicher rausholen, die Partie. Das Problem ist einfach, dass ich befürchte, dass ich hier sämtliche Bauern verliere. Er hat schon zwei Bauern für die Figur. Remi. Ja, gerade war ein bisschen schade mit der Partie. Was mich gewundert hat, ist, wie relativ simpel er dann doch die Figur eingestellt hat mit Turm B8. Auch wenn ich es dann nicht gewinnen konnte. Irgendwie hat er das wohl nicht so gesehen. Es ist ja auch nur hier Blitzstufe. Das ist ja nicht eine wahnsinnig hohe Spielstufe. Der überlegt ja nur Sekunden. Was hat er eigentlich an Zeit verbraucht? Sagt ihm das doch per Info? Info B2. 37 Züge. Info D4 ist nichts. A1. Remis. B2 ist 03. Dann ist die fortlaufende Zeit. Die Bewertung B2, B4. B2, B4? Oh. Geht doch gar nicht B2, B4. Was macht er mit B2, B4? Ich weiß es nicht. Und Info 4 gibt es nicht. Ja, so viel zur Partie von heute. War eine Remis-Partie, eine solide. Willst du machen? Kannst ja nicht immer gewinnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.